Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Frau Asch hat gerade zuletzt gesagt, sehr eindrücklich, sehr beeindruckend und so weiter, was Rot-Grün, was die Landesregierung für Kinder und Jugendliche in diesem Land tut. Naja, an der einen oder anderen Stelle ganz sicher, Frau Asch, das wissen Sie, dass wir als Piratenfraktion durchaus Punkte in der Politik der Landesregierung finden, die wir sehr gerne unterstützen. Aber so per se können wir den Freifahrtschein natürlich nicht ausstellen. Ich möchte auf zwei, drei Dinge eingehen. Ich fange an mit dem Kinder- und Jugendförderplan. Wir als Piratenfraktion haben hierzu einen Änderungsantrag eingereicht, den Kinder- und Jugendförderplan um 5 Millionen Euro zu erhöhen. Warum haben wir das getan? Ich habe das im Ausschuss schon entsprechend erläutert. Im Kinder- und Jugendförderplan stehen rund 100 Millionen Euro zur Verfügung. Die Vergangenheit zeigt, dass die 100 Millionen Euro eben nicht vollständig ausgeschöpft werden. Zuletzt waren es 96 Millionen Euro. Ich kann mich erinnern, in einer Ausschusssitzung hatte Herr Wallhorn seinerzeit gesagt, das sei eine Punktlandung und letzten Endes auch nicht weiter zu optimieren. Wir greifen genau diese Stelle auf. Wir sagen, 100 Millionen Euro für die Kinder und Jugendlichen in diesem Land sind geplant von der Landesregierung. Wir möchten auch, dass diese 100 Millionen Euro tatsächlich dort ankommen, wofür sie tatsächlich eingesetzt werden sollten. Dafür wollen wir den Kinder- und Jugendförderplan um 5 Millionen Euro erhöhen, um auch diese Lücke da etwas entsprechend anzugleichen. Warum allerdings auch die 5 Millionen Euro? Und wir haben jetzt gerade schon gehört, dass wir ein paar Mal in den letzten 2, 3 Wochen bei verschiedenen Veranstaltungen gemeinsam unterwegs gewesen sind. Und da haben wir auch immer wieder gehört, zum Beispiel zuletzt quasi beim Wolfgang Jörg im Wohnzimmer in Hagen, dass die Jugendverbände darüber klagen, dass eben auch Personal, dass Sachkosten steigen. Wenn der Kinder- und Jugendförderplan kontinuierlich bei diesen rund 100 Millionen Euro bleibt, dann ist den Verbänden eben damit nicht geholfen. Wir müssen diese Problematik aufgreifen und auch hier den Ansatz einfach etwas höher setzen, damit Personal und Sachkosten auch an dieser Stelle ausgeglichen werden. Ich kann eins natürlich so nicht im Raum stehen lassen, liebe Kollegen von CDU und FDP, das wissen Sie, wir haben gerade wieder ein bisschen was zur Beitragsfreiheit gehört. Wir kennen den entsprechenden Antrag der CDU-Fraktion geschenkt. Sie wissen, wie wir dazu stehen. Das ist völliger Blödsinn an der Stelle. Wenn ich wirklich meine Gefühlsregungen dazu äußern müsste, dann müsste mein lieber Herr Kollege Vizepräsident mich leider hier rügen. Das sparen wir uns tatsächlich an dieser Stelle und ich werde die entsprechenden Worte, die da in meinem Kopf herumgeistern, nicht erwähnen. Trotzdem, bitte, lassen Sie uns aufhören, draußen überall bei den Menschen zu sagen, wie wichtig uns frühkindliche Bildung ist, ja, und auf der anderen Seite sagen, wir wollen dafür Kindergartenbeiträge erheben. Das funktioniert nicht, das passt einfach nicht zusammen. Oder wir stufen frühkindliche Bildung auf eine Betreuungsform herab, dann können wir das gerne machen. Dann nehmen wir dafür Geld, ja, dass die Kinder betreut werden irgendwo in entsprechender Obhut. Dann ist das in Ordnung. Kindergartenbeiträge sind dann an der Stelle richtig. Aber wenn wir wirklich diesen Stellenwert legen, dass das frühkindliche Bildung ist, dann muss die einfach kostenfrei sein. Herr Kollege. Bitte. Herr Abgeordneter Hafke möchte Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Ja, aber selbstverständlich. Dann legen Sie los, Herr Kollege. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Düngel. Das freut mich. Es ist ja eine spannende Debatte, die wir immer führen. Ich glaube, hier in dem Haus ist vom Prinzip her jeder für ein beitragsfreies Kindergartenjahr oder für einen beitragsfreien Kindergarten. Aber die Kernfrage ist ja, man kann ja Geld nur einmal ausgeben. Und wir wissen, dass wir im Moment einen Schuldenhaushalt haben, der in die Milliarden geht. Und wir geben jetzt 150 Millionen Euro schuldenfinanziert aus und die Qualität wird an keiner Stelle verbessert. Oder vielleicht können Sie mir erklären, wie viele Erzieher zusätzlich eingestellt wurden, wie viele dadurch besser bezahlt wurden und die Flexibilität besser geworden ist. Also mich würde das interessieren, wie die Piraten dann zu stehen, das tatsächlich auch vernünftig gegenzufinanzieren. Also über welchen Weg soll das denn finanziert werden? Vielleicht gibt es ja einen guten Vorschlag. Also das war mindestens eine Frage, Herr Kollege Düngel. Ja, mindestens eine Frage war das. Aber ich antworte natürlich sehr gerne, lieber Marcel Hafke. Ich kann im Großen und Ganzen das unterschreiben, was du auch gerade in deiner Rede hier erwähnt hast. Nein, das letzte beitragsfreie Kindergartenjahr führt natürlich nicht dazu, dass mehr Erzieherinnen eingestellt werden, führt auch nicht dazu,
zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das sind aber auch, und ich hatte versucht, das gerade darzustellen, vom Selbstverständnis dieser frühkindlichen Bildung. Ich bin eben der Meinung, und da spreche ich für meine Fraktion, dass Bildung grundsätzlich, und zwar in allen Stufen, egal ob im Kita-Bereich, in der Schule oder an der Uni, halt eben beitragsfrei sein soll. Was die Finanzierungsfrage angeht, so ist sie natürlich spannend. Ich sehe das halt gleichwertig, was auch Qualität und Quantitätsausbau angeht, eben auch zu der Beitragsfreiheit. Frau Ministerin Schäfer hatte hier zuletzt, wo wir über unseren Antrag debattiert haben, was die Beitragsfreiheit angeht, wir wollten ja die Beitragsfreiheit im Kiebitz halt entsprechend auch festgesetzt haben, Frau Ministerin Schäfer hat gesagt, wir brauchen dafür Geld vom Bund. So hat sie hier uns das im Plenum gesagt. Das möchte ich auch so unterschreiben. Dafür brauchen wir Geld vom Bund. Ich habe die Hoffnung gehabt, ich bin ja manchmal auch gern mal naiv, ich hatte die Hoffnung, dass in so einer großen Koalition, wo dann eine Fraktion beteiligt ist, die auch hier im Landtag letztendlich die Landesregierung stellt, ist keine ganz kleine Fraktion, dass die sich in Verhandlungen in einer großen Koalition auch entsprechend, vielleicht irgendwie bemerkbar machen würde. Das allerdings war tatsächlich äußerst naiv. Man sieht ja, wenn man den Koalitionsvertrag an der Stelle, oder nicht nur an der Stelle, sondern an ganz vielen Stellen lesen, dass wie habe ich gestern auf Twitter irgendwann gelesen, die soziale Handschrift da etwas unleserlich ist in dem Koalitionsvertrag. Und das würde ich an der Stelle einfach mal so stehen lassen. Ich habe es jetzt gerade im Kontext der Frage halt so ein bisschen gesagt. Frau Ministerin Schäfer hat hier gesagt, wir brauchen mehr Geld vom Bund. Frau Ministerin Schäfer, versuchen Sie da den Weg weiterzugehen. Da stehen wir hinter Ihnen. Aber bitte lassen Sie es nicht einfach bei Parolen zu sagen, wir schieben da dem Bund die Schuld in die Schuhe. Das wird jetzt ein bisschen schwierig, wenn Sie an der Stelle kleingeschrieben, da auch Regierungsverantwortung im Bund tragen wollen. Das wird eine spannende weitere Debatte, auf die wir uns dann einstellen können. Insgesamt nochmal zum Einzelplan 07. Wir werden den Einzelplan in der Gesamtheit, auch in Bezug auf die beiden anderen Teilbereiche, die wir ja jetzt gleich noch debattieren werden, wir werden ihn im Gesamten ablehnen. Wir finden viele Übereinstimmungen, das hatte ich eben schon erwähnt. Wir finden aber auch Lücken. Einige davon sind schon gesagt worden. Wir haben über das Kiewitz gerade schon geredet. Wir werden, ich glaube, in zwei Wochen irgendwann wahrscheinlich dann einen Entwurf zu sehen bekommen. Irgendwas ist jetzt schon im Haushalt damit drin. Der Kollege Hafke hat das gerade schon versucht, so ein bisschen darzustellen. Konkret wissen wir alles nichts. Ich halte das für mit der heißen Nadel gestrickt an der Stelle und wirklich keine sinnvolle Verfahrensweise. Es fehlen konkrete Informationen, um dann auch beurteilen zu können, wie konkret die Gelder im Haushalt verwendet werden sollten. Insofern, wir werden den Einzelplan 07 ablehnen, meine Fraktion wird den ablehnen und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Düngel.